Servus, hallo zusammen. Das letzte Video ist ja schon eine Weile her. Es ist Herbst geworden und wir haben heute was Besonderes vor. Vielleicht kann man schon hier vorne erahnen, was wir machen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute fangen wir bei den Beeten im Garten an. Dafür haben wir hier den guten alten Holder ED2, Baujahr 1955, mit dem Flug dran. Schauen wir mal, wie gut es klappt. Schon läuft die Maschine wie ein Uhrwerk am ersten Tag. Nach über 60 Jahren. Wir haben hier leichte Probleme, weil ich glaube, man erkennt es auf der Aufnahme nicht, aber der Hang hier hat ziemlich Querneigung und der Boden ist auch eigentlich zu nass, aber vermutlich wird es dieses Jahr nicht mehr trockener und wegen Wühlmausproblematiken und Co. möchten wir das auf jeden Fall vor dem Winter noch gepflügt haben. Aber der Boden schmiert wie Sau, das sind Reste vom Apfelpressen. So Reste drin, das verbessert es auch nicht gerade und er rutscht da einfach weg. Und durch den fehlenden Bewuchs, das verstärkt das Ganze auch nur noch. Also die Furche hält da gar nicht drin. Wenn man das denn überhaupt Furche nennen kann.
So langsam schaut das Ganze auch nach Flügen aus. Die ersten paar Meter waren sehr schwer, aber jetzt läuft er eigentlich recht gut. So, jetzt läuft er sauber in der Spur. Ohne menschliches Zutun, einwandfrei. So, nutzen wir die letzten paar Sonnenstrahlen und schauen uns das gute Stück nochmal an. Das Ganze ist ein Holder ED2, Baujahr 1955. Also wird demnächst 70. Mit einem Winkeldrehflug, also drehbar für beide Richtungen. Gucken wir uns mal kurz die Bedienelemente an. Hier haben wir die Kupplung mit Klaue zum Sperren. Das war vielleicht mal die Hupe, das ist der Blinker. Wir haben aber keine Batterie drin, deswegen weiß ich es nicht genau. Hier haben wir das Gas. Dieser Griff hier ist was Besonderes, den kann man drehen. Das ist die Drehgrifflenkung. Dann haben wir hier noch die Zapfwelle, Handbremse, Schalthebel und hier schaltet man um zwischen Straßenfahrt und Ackern, also sprich Drehgeflenkung an oder aus. Genau, mehr hat er eigentlich nicht, der gute. Ah, hier kann man noch die Holmposition verstellen zum Fahren mit dem Wagen oder eben mit dem Flug. Theoretisch könnte man hier auch noch so eine Art Sitz zum Fahren mit Rädern dran machen, aber es funktioniert nicht besonders schön. So,
zum Starten, wenn man es nicht anders hinkriegt, wenn er nicht gut anspringt, kann man hier so ein Zündhütchen reindrehen. Wir machen es immer so, das Ding raus, so 10 bis 20 Mal im Leerlauf durchdrehen, dann wieder rein. Das sieht man ja bei der Startprozedur. Dann wird dieser Hebel hier gezogen und man kann ihn ankurbeln. Hiermit, das ist zum Ausmachen, ist mit dem Gas verbunden. Und das war's im Prinzip. Einfache Technik, Baujahr 55, funktioniert immer noch einwandfrei. Rust natürlich, fabriziert Abgase ohne Menge, ist aber auch ein Zweitakter Diesel mit dann einem Tank für Öl, einem Tank für Diesel. Wassergekühlt, kleiner Einzylinder, Kubik weiß ich nicht auswendig, 500 Kubik, reicht aber zum Pflügen, wenn man denn mal die erste Furche einigermaßen hingekriegt hat. Ergebnis ist, ja, durchwachsen, würde ich sagen, vom Ackern. Fein hast du das gemacht. Ja. So schaut jetzt das fertig Gepflügte nach ein paar Tagen aus. Das Ganze ist jetzt mit dem Rechen ein bisschen eingeebnet und liegt auch jetzt in der Schafweide und die können sich jetzt noch hier ein bisschen Leckereien raussuchen. Hier sind Kohlblätter noch vom Weißkohl. Vorne ist noch ein bisschen alter Kohlrabi. Also finden die hoffentlich noch was Gutes. Und damit wäre das Video auch am Ende angekommen.